Und damit willkommen zurück zu Let's Play Portal Risk Constructor DLC Episode 26 Hirnschmalz. Und ja, ich weiß, warum die Hirnschmalz heißt. Holy shit. Schauen wir uns erstmal an, was passiert. Es fährt nur das Fahrzeug. Und wir haben hier einiges an Drückern zum Aktivieren. Wir haben da oben haben wir einen Würfel. Den Würfel brauchen wir, um ganz hier hinten den Würfel loszubekommen. Wie auch immer wir da reinkommen wollen. Ich habe absolut keine Ahnung. Das wird schon wieder die Hölle werden. So viel steht, glaube ich, fest. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dem Fahrzeug auf jeden Fall mal hier rauskommen, würde ich sagen. Vielleicht können wir das gleich mal hier so planen, dass wir einfach hier eine Straße herbauen, die mir ganz knapp nicht mehr hier rüber reicht. Wie immer. Das Phänomen habe ich immer. So, dann supporten wir das Ganze hier einmal ganz kurz mit ein paar Stahlseilen und schauen uns einmal an, ob das schon mal so funktioniert. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Den können wir dann hier runter bekommen. Die Frage ist ehrlich gesagt wirklich, die größte Frage ist wirklich, wie bekommen wir den Würfel von da oben da drüben rein? Also das ist wirklich, wir müssen den ja im Prinzip mit so viel Power irgendwo durchschicken, dass das irgendwie funktioniert. Und wir können hier drüben nichts bauen. Also, dass wir da genau das treffen. Das ist, und vor allem irgendwie habe ich jetzt die Portale wieder verschoben. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, wo der überhaupt rauskommen würde. Das Fahrzeug ist uns jetzt erstmal egal. Er würde da oben eigentlich ziemlich gut reintreffen. Das Problem ist, es bringt uns halt nichts. Wir können ihn auch hier nicht durchschießen. Eieiei. Leute, hier habe ich echt Bedenken, wie wir das auch immer machen wollen. So auf jeden Fall schon mal nicht. Eieiei. Andersrum vielleicht. Vielleicht kommt er ja so irgendwie darüber. Aber ich befürchte eher, dass wir ihn vielleicht in der Mitte. Gut, der Würfel ist drüben. Das ist natürlich auch witzig. Ich glaube eher, dass wir irgendwie versuchen müssen, den Würfel anderweitig da nach drüben zu bekommen. Aber ich kann euch absolut nicht sagen, wie. Vielleicht noch mehr Power geben. Wir haben halt da drüben nichts. Ja? Wir können probieren, dass wir das dann irgendwie doch mit so einer Plattform hier ein bisschen beeinträchtigen oder die Richtung vorgeben. Aber der Winkel da drüben ist halt so eng. Weil wir haben halt hier auch nirgends die Möglichkeit, den Würfel da so zu positionieren. Was ich eher glaube, Leute, ist, dass wir das hier so herbauen müssen und wir den Würfel irgendwie über eine Schräge da reinbekommen müssen. Das heißt, wenn wir den hier herbauen und den da lassen, können wir nicht. Ne, das ist der falsche Weg, gell? Wir müssen den da lassen. Wir brauchen noch mehr Speed. Dann kommt der rote, kommt daher. Und dann haben wir einen neuen, der dann vielleicht über die Schräge funktioniert. Vielleicht. Wäre cool, wenn es funktionieren würde. Okay, funktioniert nicht, weil wir hier nicht da raus können.
Wie wäre es mit dem hier? Ich glaube zwar auch, dass das zu weit weg ist, aber wir können alternativ auch da drüben was hinbauen. Aber mal nur so versuchsmäßig. Irgendwas geht nicht, das Grüne ist im Weg. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen da irgendeinen Winkel auf dem Ding drauf. Und dieser Winkel würde uns dann die Möglichkeit geben, das Ganze irgendwie schräg darüber zu bekommen. Hat der zu lange gedauert, weil er bis explodiert ist? Ich weiß es nicht. Es ist definitiv nicht so, wie ich das wollte. Das ist eine gute Frage, wie wir da irgendwo was hinbekommen. Eieiei. Weil der würde relativ gerade da rausfallen. Leute, ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles hier nicht der richtige Vorgang ist. Aber irgendwie probieren müssen wir es ja mal, gell? Aber ich sehe schon, dass ich da wahrscheinlich wieder scheitern werde. Ich glaube einfach nicht, dass wir den irgendwie darüber bekommen. Und dann da oben rein. Also ich bin mir ziemlich sicher, da wo das grüne Portal jetzt ist, da müsste der Würfel rauskommen. Und zwar halt in einem bestimmten Winkel, ja. Und das, glaube ich, ist das Problem, das wir haben. Problem ist, er kommt auch immer falsch rum raus. Wir können das mal hier nach oben drehen. Aber ich glaube, das würde nicht viel bringen. Er ist schon so ein bisschen schräg rausgekommen, aber halt bei weitem nicht genug. Bei weitem nicht genug. Das hier ist zu wenig. Ay caramba. Ay caramba, Leute, ich sag's euch, es ist so schwierig. Ganz ehrlich, das mit dem Stapler, das, wenn der Würfel mal funktioniert oder wenn der Würfel mal läuft, dann glaube ich wirklich, ist das alles hier nicht mehr so ein Problem. Das Fahrzeug, das kriegen wir schon noch über diese zwei Punkte da easy drüber. Also einen hat er ja eh schon. Jetzt habe ich nicht geschaut, was passiert ist. Das Problem ist einfach, weil er hier falsch rumrausfährt. Und wir können den halt hier nicht umdrehen. Wir können da nichts anders bauen. Das ist unser Hauptproblem. Er kommt aus einem falschen Winkel daher. Ich glaube, Leute, für den Würfel, da braucht man professionelle Hilfe. Weil egal, was wir hier machen, es scheint nicht zu funktionieren. Wir haben hier hinten dann damit eh schon unser volles Potenzial sozusagen ausgeschöpft, weil wir da keinen Platz mehr haben.
Nee. Das ist schwierig, Leute. Das ist echt schwierig. Was wir jetzt einfach mal probieren, ist, das Fahrzeug hier nach unten fahren zu lassen. Dass das einfach hier mal nach unten kommt. Und schauen uns einfach mal an, ob das in irgendeiner Art und Weise machbar ist. Bis da drüben kommen wir nicht. Dann müssen wir das so aufhängen. Und das müssen wir dann hier irgendwie rüber bekommen. Auch wieder eine Straße draus machen. Keine Ahnung, ob und wie. Aber Hauptsache, es ist mal verbunden. Ich glaube, hier drüber können wir nicht bauen. Genau. Das heißt, wir müssen alles von hier aus dann machen. Aber das sollte machbar sein. Jetzt geht es einfach mal nur darum, ob das Ding überhaupt theoretisch da unten ankommt. Es fliegt zu weit. Das da unten funktioniert auf jeden Fall. Das ist ja schon mal was. Die Frage ist natürlich, man könnte das Ganze auch umdrehen. Aber ich glaube, dann ist uns eher die Zeit, weil der Würfel uns ja eigentlich das Hauptproblem ist. Wir können da auch einfach eine Straße bauen und entweder nach oben und das hier umändern, dass wir hier das Ganze einfach so machen. So, und dann haben wir hier die Verbindung, können das hier so machen, können hier ein Portal setzen, wo wir dann quasi rausfahren, und dieses Portal hier können wir dann nutzen, um zum Beispiel dann nach oben zu fahren. Vorausgesetzt, der schafft es natürlich, weil es ist schon eine enorme Steigung. Aber das sehen wir gleich. Ich wollte gerade sagen, ob das so hält, das glaube ich jetzt nicht. Ups. Die Straße hier brauchen wir. Schauen wir uns einfach mal an, ob das so gehen würde. Ja, er würde rauskommen. Er würde unten den zweiten aktivieren. Währenddessen fällt der Würfel hin und her. Das heißt, fahrzeugtechnisch haben wir das so gut wie geklärt eigentlich. Weil sind wir ehrlich, wir brauchen dann eigentlich nur noch hier eine Brücke bauen. Wenn überhaupt soweit nötig ist. Weil wir kommen hier ja raus irgendwo. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht auch das Fahrzeug nutzen müssen, um den Würfel irgendwo hinzuschießen. Ja, das kann ich mir mittlerweile auch ganz gut vorstellen schon. Der, glaube ich, war ein bisschen zu hoch. Einmal so rüber. So, das hält natürlich nicht wirklich, weil wir da oben absolut nichts haben, was das Ganze zusammenhält. Unseren Rundumschlag. Wir verlieren ziemlich viel Speed durch diesen Bump hier. Ich glaube, wir müssen das hier ein bisschen anders angehen. Und zwar, dass wir hier möglichst gerade reinkommen. Ohne zu viel Geschwindigkeit zu verlieren. Das, glaube ich, ist hier definitiv eine Key-Lösung, um bis da nach drüben zu kommen. Schauen wir mal, das hält soweit. Der hält natürlich noch gar nicht. Aber das ist theoretisch erstmal egal. Eine simple Stahlverbindung und das Stahlseilverbindung und das Ding hält.
Okay, wir haben noch mehr Airborne Time als davor. Witzig. So war das nicht geplant. Und der Stress auf den hier wird immer größer. Das heißt, wir probieren es mal hier ein bisschen weiter rüber zu geben. Mehr Druck abzufangen. Und schauen uns nochmal an, ob das besser ausschaut. Ja, es schaut in der Tat ein bisschen besser aus. Aber auch da wäre theoretisch noch Potenzial nach oben. Wir wollen ja erstmal, dass er hier eben langsamer drüber kommt, damit er hier von Anfang an den Speed mitnimmt. Und dann kommt er auf dem Kopf raus. Auf dem Kopf raus und dann so gesehen eigentlich falsch rum. So gesehen, dann kommt er eigentlich falsch rum raus. Vielleicht so? I don't know. Ich glaube auch, dass das hier das nicht abhält. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es diesen Aufprall nicht schaffen kann, nicht schaffen wird. Von dem Fahrzeug zur Not müssen wir ihn einfach links nochmal über diese Tube da schicken. Das Problem ist eben, solange wir nicht wissen, wie die richtige Herangehensweise für den Würfel ist. Ja, okay, das überlebt das Ding da unten nie. Solange wir das eben nicht wissen, wo der Würfel hin muss, können wir auch schlecht den Platz, sag ich mal, für das Fahrzeug verwenden. Ja, aber das ist theoretisch ist das dann schon möglich. Das Problem ist einfach nur der Würfel. Und dafür, Leute, muss ich mir doch mal nochmal was anschauen. Okay, Leute, ich bin wieder da. Es ist so krass, ich habe da einen, bei dem schaue ich halt das immer an. Und der Typ ist krank. Der hat, das ist immer die Low-Budget-Version. Wirklich, das ist unglaublich, wie wenig Zeug der braucht, um ans Ziel zu kommen. Also wirklich ungelogen. Der ist so krank, aber echt geil. Also, wir schauen uns an, ob wir das hinbekommen. Er hat das Ganze hier im Prinzip mit diesen vier Portalen gemacht und dann war das Ding erledigt. auch den Start hat er schon komplett anders gemacht als wir. Das war ein bisschen zu weit drüben noch. Er hat es irgendwie geschafft, dass der Würfel ganz knapp auf die Kante fällt. Vielleicht so. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mir das immer nur kurz angeschaut. Auf jeden Fall, der Würfel ist bei ihm auf die Kante gefallen. Dadurch hat es dann so einen Trall gegeben. Allerdings definitiv einen anderen Trall als bei mir. Ich sehe schon wieder, ich krieg das wieder nicht hin. Und das Besondere ist, er ist dann einfach durch diesen Schlitz da drüben durchgekommen. Hier können wir nicht mehr allzu viel ändern. Vielleicht können wir den hier drehen oder so. Wir müssen da jetzt einfach wieder ein bisschen ausprobieren. Da kommt das Ding einfach alles immer. Ich glaube, noch weit darüber geht nicht. Ja, aber es wird zu wenig Schwung sein, oder? Oder? Es reicht. Es reicht. Sehr gut. Das heißt, wir sind soweit durch und auch, Leute, das hier unten, das hat ja alles komplett anders gemacht. Er hat sich hier im Portal gesetzt, hier unten, hat das Fahrzeug quasi hier gleich runterfallen lassen, kam dann rückwärts hier wieder rausgeschossen, so schnell aber, dass er hier reingerollt ist und dann drüben wieder raus. Also wirklich, der Typ ist absolut geil. Gibt einfach Portal Bridge Constructor ein mit Kammer, was weiß ich, 26, DLC Kammer 26 und dann sucht er nach dem Titel Low Budget oder sowas. Wirklich, der baut so gut wie nichts. das ist echt der Hammer. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist schauen, dass wir dieses Fahrzeug da drüben reinbekommen. Jetzt schauen wir erstmal, in welcher Richtung das Ganze landet. Sehr schön, das mit dem Würfel. Das Fahrzeug kommt auf dem Kopf raus.
Es macht aber soweit nichts, weil wir müssten es eigentlich hier nochmal drehen können. Und theoretisch haben wir dann vielleicht genug Speed, um hier rauszukommen. Wir müssen mal schauen, vielleicht müssen wir links das ein oder andere Portal nochmal ein bisschen drehen. Ja? Aber grundsätzlich sollte das doch funktionieren, oder? Naja, fast, ne? Fast. Nicht mal ansatzweise. Gib zu, der Loop da hinten ist auch ein bisschen instabil. Aber das wiederum könnte, also für den Konvoi wird es nicht reichen, da machen wir uns nichts vor. Aber für darüber zu fahren, müsste es doch eigentlich reichen, oder? Da stellen wir uns jetzt mal nicht so an. Wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Das heißt, wir verbinden das Ganze hier mal noch mit ein paar Stahlseilen und lassen das Ding jetzt einfach mal so laufen. Ob es funktioniert, sehen wir gleich, wenn das Licht angeht. Und ich habe das übrigens immer falsch gesehen da oben. Ich dachte, ich muss oben beim Blauen raus, aber natürlich, das Blaue macht es ja kaputt. Ich stepperle. Aber es funktioniert, Leute. Wir sind durch. Wir sind durch. Sollen wir einen Konvoi probieren? Wisst ihr was? Wir schicken ihn einfach mal durch und schauen mal uns an, wo denn hier die Schwachstellen sind. Aber ich befürchte mal, so gut wie überall. Im Start bekommen wir noch gut hin. Die Brücke da unten, die ist dann schon sehr am Wobbeln. Und spätestens beim Ringkurs geht dann gar nichts mehr. Wir probieren es noch ein bisschen, den zum Stabilisieren. Was auch durchbar machbar sein sollte. Seht ihr, wenn wir dann nämlich hier auch noch herkommen, dann können wir das noch verbinden. Wir können das noch verbinden und wir können noch bis darüber und damit sollte das richtig stabil sein. Dann schauen wir uns gleich noch an, was wir hier noch machen können. Wir können leider... Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte sagen, wir können leider keine Stahlseile nach oben bringen. Aber wir können zum Beispiel das hier mal noch verbinden. Wir können mit Sicherheit hier noch was verbinden. Seht ihr, das dürfte eigentlich dem Ganzen auch gleich nochmal ein bisschen was bringen einfach. Um dem Ganzen noch mehr Stability zu geben. Gleiche können wir auch hier drüben noch machen, dass das Ding einfach nicht so leicht einkracht und mehr Zug abnimmt. Und von dem her schaut das schon mal nicht schlecht aus. Wir probieren es einfach mal mit dem Konvoi. Und ich sehe gerade, ich habe da oben irgendwie die Fahrbahn gelöscht. I don't know why oder wann oder wie. Aber sie fehlt. So, Konvoi. Spätestens beim roten Portal werden wir Probleme haben, wenn nicht eben dann da unten schon, wobei das jetzt wesentlich smoother ausschaut. Der Rundumschlag funktioniert soweit auch ganz gut. Der Eis, die haut jetzt hier raus, das ist brutal. Und bis dato sind sie auch alle noch reingekommen. Sie verlieren zwar alle ihren zweiten oder ihre Begleiter, aber es ist mir sowas von egal. Denn es sind alle rübergekommen, Leute. Hervorragend. 10 von 10. Konvoi ist drüben. Nice. Weiter zum nächsten.